Hallo und willkommen zum neuen Format, dem Mana Talk. Hier werden Manu und ich und in Zukunft auch nette Gäste um relevante Themen rund um Wrath of the Lich King Classic sprechen. Schnappt euch also ein Kalt- oder Heißgetränk eurer Wahl, lasst das Video im Hintergrund laufen und zockt selbst am besten eine Runde. Habt viel Spaß bei der ersten Folge des Mana Talks. Die heutigen Themen lauten unser Weg auf Level 80, die Raids aus Phase 1, was tun auf Maximalstufe, sowie ein Gewinnspiel, bei dem ihr viermal das Nordend Heroic Upgrade gewinnen könnt. Wenn euch das Format gefällt, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Schreibt uns zudem euer Feedback doch bitte gerne in die Kommentare. Dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen in der allerersten Talkrunde von uns. In dem allerersten Thema sprechen wir heute einfach mal, wie es bei uns so in-game ausschaut. Und da sind wir beide komplett verschieden. Nico hat durchgeballert, hat jeden Tag richtig durchgezogen, hat schon 2 Chars auf Level 80. Und ich bin gerade so vor Level 80. Also ich bin jetzt 79,5. Mit meinem Priester, mit meinem Main. Und ja, würde ich gerne einfach mal vergleichen. Du hast wirklich ab Release, hast du ab in der Nacht angefangen? Oder wie war denn bei dir der Start, Nico? Der Start war relativ unentspannt, muss ich gestehen. Es ging los mit den Warteschleifen. Das heißt, ich bin auch erst, wann war Release? Dienstag. Ich bin nicht direkt in der ersten Woche dazugekommen, sondern auch erst mit, ja, oder durch die Corona-Erkrankung dann in, so gesehen, Woche 2 ab Montag auch zum Vollgas-Leveln und da hast du dann aber ACs laufen gekommen. Woche 1, ja, man war natürlich dann schon 80, wenn man am Abend gespielt hat, aber sofern es die Warteschlangen zugelassen haben, was mit ein sehr großes, unschönes Thema war. Aber gut, da bin ich der Meinung, dass wir als Community selbst dran schuld sind. Von daher war halt. Also wir spielen auf Vinoxis und wir hatten dann, hatte wahrscheinlich jeder so ein bisschen drunter gelitten, aber wir hatten so dann für den Abend hin 4-5 Stunden Wartezeit. Also ich sag da auch noch mal gleich was dazu. Also die Warteschlangen haben bei mir das Spielen leider komplett gekillt und komplett verhindert. Aber du warst dann so eine Woche später, hast du gesagt, warst du Level 80 mit deinem, du spielst dann DK. Also hast ja in TPC noch dein Protpaler gespielt und bist jetzt geswitcht auf den DK. Warum eigentlich? Also hat sich ein Pre-Patch besser angefühlt. Naja, der Paler ist ja inzwischen auch schon 80, aber jetzt Heal. Mhm. Aber ja, hat mir mehr Spaß gemacht. Ich habe in Retail nie einen DK gespielt und ja dann einfach Pre-Patch durchgezogen und war ja richtig geil. Du spielst ja einen Frost-DK und tankst auch. Ich meine, T7-Raids ist sowieso noch Kindergarten, da kannst du meiner Meinung nach, wenn du gutes Gear hast, brauchst du gar keinen Talentpunkt vergeben und kommst da irgendwie durch. Aber da gehen wir dann im zweiten Thema heute nochmal drauf ein, so auf die Schwierigkeit der jetzigen Raids und wie sich die Raids anfühlen. Wie lange hast du eigentlich allgemein gebraucht, bis du dann Level 80 warst? Also so Playtime reine. Hast du nachgeschaut? Im Schnitt waren es 4-5 Stunden pro Level, also schon eine Zeit, wobei ich jetzt auch nicht wirklich Vollgas irgendwie innig gegrindet habe, sondern einfach nur Quests. Ja, sag mal deine Route. Ein paar Innis natürlich dazu. Was ist deine goldene Route? Meine goldene Route ist eine andere, die ich eigentlich mit dem DK gegangen bin. Jetzt im Nachhinein, aber das liegt daran, dass man die XP-Items noch dazu bekommt. Ja, aber sag mal von deinem DK. Ganz normal gestartet. Also was heißt normal? Ich habe mich im Fjord habe ich angefangen, bin dann auch direkt rüber in die Grizzly Hills, von den Grizzly Hills Scholaser Becken und dann in Sturmgipfel. Hast du nicht beide Startgebiete zuerst gemacht? DK meine ich nicht. Ach so. Kann aber auch sein. Ich hab bin gedacht, mir tatsächlich du bist du erst nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Also Fjord, Tundra, Grizzly und Scholaser und zum Ende die Sturmgipfel, genau. Genau, du hast mir da, glaube ich, mal erzählt, dass du beide Startgebiete zuerst gemacht hast, weil der XP-Unterschied halt einfach nicht so riesig ist und weil du dir ja vor allem, glaube ich, auch die Quests dann für Level 80 aufgehoben hast, oder? Also die in den höheren. Vor allem Eiskrone und die Hälfte, glaube ich, vom Sturmgipfel. Ja, das ist natürlich eine Sache der Vorliebe. Wir hatten es ja vorher noch erst im Discord. Die einen ziehen einfach durch, schnellstmöglich die höchsten Questgebiete, die man haben kann, weil man danach eh nicht mehr questet. Ich mache es mir ein bisschen einfacher, sage ich mal, der Unterschied zwischen den XP, die man für Mobs und auch für Quests
kriegt, ist minimalst. Von daher meine ab sofortige und auch meine Twink goldene Route, die ich dann nehmen werde, ist der heulende Fjord einmal komplett durch. Bis zum Achievement so gesehen. Dann geht's in die boreanische Tundra weiter. Selbe Spiel hier. 130, 150 Quests irgendwie. Weiter in die Drachenöde. Und wirklich zum Schluss dann schon von, ja, 78,5 oder so bis 80 eben in die Grizzly Hills. Dazwischen die Standard Inni-Quests natürlich, also drei Quests dann in der Burg. Wir haben, glaube ich, auch drei oder sogar vier Quests im Nexus. Mhm. Und ja, wenn sich natürlich zwischendrin irgendwas zusammengehen sollte mit jemand aus der Gilde oder sowas, da sagt man natürlich nicht nein. Aber im Normalfall sollte man dann auch schon in den Grizzly Hills 80 werden. Okay, aber du spielst dann jede Instanz so ein, zwei Mal, versuchst halt, dass du in den jeweiligen Questgebieten halt die Dungeon-Quests halt auslöst, also dass du die halt bekommst, dann gehst du einmal rein, nimmst die mit, aber dein Hauptlevelweg ist schon auf jeden Fall das Questen. Also jetzt mit deinem allerersten Char, wenn wir auf den, wie gesagt, rückblickend auf den Decay halt das Ganze betrachten. Es ist, wie gesagt, es bleibt einem selbst überlassen, wie man es gern mag. Wenn einer sagt, er haut sich 16 Stunden am Tag Indies grinden, dann auch so. Aber ja, das ist halt nicht mein Spielstil. Deswegen, ich queste gerne, ich queste viel, ich mag es gerne und ich schaue, dass ich mir, wie in TBC auch schon, die Endgebiete eigentlich dann auch fürs Goldfarmen auch aufhebe. Ich meine, gerade jetzt Sturmgipfel und Eiskrone bringen irgendwie über 100 Marken dann auch noch zuzüglich dazu und man questet sich da oben mit Level 80 einfacher als jetzt frisch 77 oder so in die Eiskrone. Aber das wäre jetzt genau noch so meine Frage gewesen. Also du lässt jetzt wirklich Sturmgipfel und die Eiskrone, also nicht komplett, du hast ja gesagt, die Eiskrone, den Sturmgipfel hast du so zur Hälfte gemacht, aber die Eiskrone hast du komplett offen gelassen, also jetzt nur Decay-mäßig, aber aus dem Grund, weil es gibt halt mehr Gold. Ich dachte jetzt, du machst die Eiskrone schon ab 79, weil du dann halt, bis du auf 80 ankommst, schon 50 Marken hast. Dann hättest du dir halt gleich irgendwie, keine Ahnung, einen Teil kaufen können oder sowas oder vielleicht sogar zwei. Kann man machen, klar. Aber ich sag's jetzt mal, wenn man questet wegen XP zum Leveln, dann bin ich der Meinung, dass es wesentlich schneller geht, wenn man die Low-Level-Gebiete wirklich durchquestet, weil einfach die Mobs zwar dann irgendwann vielleicht grün sind, aber XP-technisch ist kaum Unterschied. Ich hab das mit dem Vogel mal gemacht. Wir haben dann irgendwann mit Erholt-Bonus natürlich eher im... Was mit dem Gildenmitglied, mit dem Gildenkumpan. Er hat 2200 bekommen und ich habe, glaube, Grizzly Hills 2000 XP erholt, muss man dazu sagen. Das war dann direkt in der Früh wieder bekommen. Von daher, mei, wenn ich bei einem Level 76er 2K bekomme und bei einem Level 80er 2,2K, dann ist es eigentlich relativ easy, was ich mache. Es ist beides nicht schwer. Deswegen, es ist minimalst einfacher, wenn man Low Level macht. Es ist wirklich nichts schwer, was es Questen angeht, außer vielleicht dann ein paar Elite-Quests in Eiskrone, wenn man sie solo macht. Das ist schwer. Aber alles andere, ja. Ja, ich finde halt, du hast da diesen einen Vorteil, wenn du mit 79 schon nach Eiskrone gehst, dann kriegst du halt schon mal ein paar Marken zusammen. Andererseits, du lässt dir halt natürlich auch super viel Gold entgehen. Wenn du jetzt einer bist, der wo super viel Gold mit einem anderen Charakter schon hat, dann würde ich fast schon sagen, geh ab 79 in die Eiskrone, nimm schon mal alle Marken mit, dann kannst du ja schon mal ein, zwei Items kaufen. Oder? Also ich meine. Ja, exakt, wir haben es ja vorhin gehabt. Ja. Sie hat gesagt, sie wird 80 und questet nicht mehr. Absolut legitim. Ich sage, ich werde 80 und nehme mir die 10K oder sowas, die wo es dann im Schullasar und Eiskrone Sturmgipfel gibt, nehme ich mir mit, weil ich keinen Bock habe, andersrum irgendwie zu farmen oder also stupide zu farmen, rumzufliegen. Das mag dem einen oder anderen gefallen, mir, es ist nicht mein Spielstil so gesehen. Dafür spiele ich das Spiel nicht und erst recht nicht, dass ich mich 8 Stunden in Sahar stelle. Deswegen, ich bin absolut nicht reich, was das Ingame-Gold angeht. Aber ich schaue so, dass ich mir auch wirklich alles leisten kann. Ich spiele es nicht als Wirtschaftssimulation, sondern ich möchte ja wirklich questen und das, weißt du, das Spiel auch
erleben. Spielen. Was, ja, ja, für mich ist das das, ja, was ein MMO ausmacht. Ja, ja, verstehe ich. Also, und das ist ja irgendwie das Schöne, dass du WoTLK in so verschiedenen Weisen spielen kannst. Der eine spielt, macht daraus eher so einen Wirtschaftssimulator und macht sein Gold immer hart. Der andere sagt, ich heb mir die Quest dann lieber für Level 80 auf und hol mir da dann das Gold und erlebe dann die Story. Der andere sagt, ah, ich will vielleicht mir das ein oder andere Pre-Raid-Biss-Item schon kaufen auf Level 80. Also wenn ich ankomme und gehe schon mit 78 oder 79 rein. Könntest du uns auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr gegangen seid, also die Reihenfolge von den Questgebieten, die ihr gemacht habt, also würde mich jetzt persönlich einfach mal interessieren. Aber lass uns mal weggehen vom Leveln. Da hat dann einfach jeder so seine eigene Vorliebe, aber ich glaube, Questgebiete in Kombination mit ein, zwei Dungeons, also pro Dungeon, den ein, zwei Mal mit den Quests laufen, sollte so einer der besten Wege sein, um gut und spaßig auf Level 80 zu kommen. Als du dann Level 80 erreicht hast, was hast du gemacht? Also du warst du relativ schnell dann irgendwie Pre-Raid bist. Du hast dann, ich habe dann immer nur mitbekommen, da, wie gesagt, ich ja etwas verhindert war, weil ich ja Papa geworden bin und hab deswegen etwas später anfangen können. Dann gab es solche HC World Tours, habe ich dann so ein bisschen im Discord mitbekommen. Da hat man dann einfach in ein, zwei Stunden einfach alle HC-Instanzen gemacht. Oder wie lief das? Ja, ein, zwei Stunden ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, Level 80 geworden. Drei oder vier Tage hintereinander die World Tours eben gemacht. Immer so, je nachdem, wie man sich angestellt hat, wer mit dabei war, wie konzentriert man war. Zwischen 3 und 6 Stunden tatsächlich. Okay. War man dann durch mit allen. Das waren dann overall, ich weiß nicht, 54 Marken oder sowas. Plus okay. Questmarken etc. Ja. Gab's so hat man sich die Zeit vertrieben. Aber es schlaucht dann am Ende schon, weil es ist kräftezehrend. Ja. Ja, machst du es jetzt noch? Also jetzt, ich meine, dein Char habe ich ja vielleicht schon irgendwie eingeblendet oder blende ich vielleicht jetzt auch einfach mal ein, wie der Gear technisch dasteht. Du brauchst definitiv nichts mehr, was Pre-Rate angeht. Machst du jetzt nur noch die Daily HC oder wie ist gerade eben so dein Stand zu HC-Instanzen? Daily HC Quest, Daily NHC Quest auf Heroic natürlich und Turm HC, weil blauer Protodrache kann droppen, von daher. Ah, okay. Vielleicht, dass ich die drei, also maximal drei Inis immer durchbekomme täglich, ja, und das war's dann. Aha. Wenn jetzt natürlich ein Noob wie du daherkommt und sagt, er hätte gern noch einen Tank für seine World Tour, dann kann ich natürlich auch nicht nein sagen. Sehr gut, das lobe ich mir. Sehr, sehr gut. Gab es noch andere Quellen, woher du dann so deine Pre-Raid-Biss-Items bekommen hast? Klar, dann gibt es diese tollen Listen auf WoW-Head, aber hast du da mal geguckt? War bei dir dann als Frost-DK eher relativ viel noch über Berufe? Also Juwelierskunst, glaube ich, gibt es da das ein oder andere Item? Oder gab es noch andere Wege außer Marken und HC-Instanzen? Ja klar, Auktionshaus, ne? Hast du es gesagt? Schmied? Stellt okay. einiges her, aber auch die Ingi-Brille zum Beispiel. Aha. Ja, ist halt schon auch irgendwie geil, dass relativ viel beim Anlegen gebunden ist. Also ich meine, hat Vor- und Nachteile natürlich, aber ich kann mir jetzt halt, ich bin fast Level 80, also mit meinem Priest und konnte mir halt einfach so 2 bis 3 Pre-Raid, also gut zu gebrauchende Pre-Raid-Items halt einfach mal kaufen. So für 300 bis 400 Gold pro Item. Ich bin aber auch nicht reich. Ich habe auch. Ja, was man natürlich auch nicht vergessen darf, über die Fraktionen. Wenn man die ja, klar. World Tour mal ein bisschen gemacht hat, ist man definitiv auf oder bei allen Fraktionen ehrfürchtig. Mhm. Und da gibt's natürlich Pre-Raid bis Best in Slot. Wobei Best in Slot auch immer so ein Thema für sich ist. Man hat viele Items, die vielleicht nicht Best in Slot sind, aber Second Best in Slot oder Third Best in Slot natürlich, 2. Platz, 3. Platz, 4. Platz. Man hat viele, viele Möglichkeiten, wenn man überall dann auch exalted ist und es droppt auch massig einfach in HC-Instanzen. Was und NHC darf man nicht vergessen.
was hast du denn priorisiert? Also man bekommt ja von den 4 Hauptfraktionen, kannst du dann ja den Rufumhang kaufen, abfreundlich. Und ja. Was hast du denn priorisiert? Also bist du auch gleich auf die Kopfverzauberung gegangen? War das so der erste, den du auf respektvoll dann gebracht hast? Oder hast du wegen erst, Items geschaut? Erst wegen der Waffe. Für mein DD-Gear tatsächlich. Mhm. Einfach, dass es Quest noch einfacher ist, die Ritter der schwarzen Klinge. Auf respektvoll oder hast du die sogar auf ehrfürchtig bringen müssen? Na, du fängst die K, glaube ich, bei freundlich sogar oder fast wohlwollend sogar an durch die, die Startquest. Da hat man es natürlich ein bisschen einfacher. Ja, und dann, ich habe nicht wirklich drauf geschaut, wo großartig was ist, weil ich gewusst habe, ich bin heute in der World Tour, ich bin morgen in der World Tour und zwischendrin schlafe ich dann, so gesehen. Von daher erst die, dann die nächste und dann die anderen beiden. Durch dann die Daily Quest kriegt man auch noch was dazu. Anruf, diesen Ruftoken. Von daher, ja, man sollte, wenn man das so spielt, dass man instant die World Tour macht, natürlich darauf achten, bei welcher Fraktion man A, auf respektvoll die Kopfverzauberung bekommt und B, welche wirklich Pre-Raid-Biss-Items, sage ich mal, auf ehrfürchtig dann am Start sind. Wobei, wie gesagt, es gibt so viele Alternativen für Pre-Raid, vor allem als DD, wenn man Tank spielt, ist es vielleicht noch mal ein bisschen komplizierter, zwecks dem Crit-Cap natürlich, wobei das auch relativ einfach mit verschiedenen Items, Verzauberungen und Tränken zu erreichen ist. Also man hat mehrere Optionen und ich, ja, wenn man jetzt nicht wirklich Vollgas von Anfang an geben will, kann man sich dann natürlich auch Zeit lassen. Ja, ich meine, man kriegt Ruf durch die Dailies, man kriegt Ruf durch den Wappenrock. Es ist ums Zehnfache einfacher einen Ruf zu bekommen, sage ich mal, als ein Burning Crusade, wobei es da ja schon durch die Instanzen relativ einfach war. Aber das hat mich schon auch immer etwas genervt, vor allem, dann konnte ich genau diese eine HC nicht, weil da war ich halt, also damals hat man den Key für den heroischen Modus erst ab respektvoll bekommen, dann habe ich mich da noch 5-mal dieselbe Instanz gehen müssen, nur um dann endlich auf HC reinzukommen und so weiter. Also es war schon, es war jetzt nicht schlimm, aber es war halt einfach ein bisschen aufwendiger. So ist es schon etwas mehr Quality of Life. Und ich finde auch dieses Pre-Raid Best in Slot eh so ein bisschen, naja, ob man das unbedingt braucht für diesen T7-Content, da können wir dann, das ist ja bei uns heute das zweite Thema, also so Thema T7-Raids, ob man die unbedingt braucht, also für HC-Instanzen braucht man sowieso kein gutes Gear, da kannst du Level 80 werden und gehst halt einfach los. Und ich meine, korrigiere mich gern, wenn ich irgendwo falsch liege. Und für Naxxramas und für die anderen Raids sieht's ja auch ähnlich aus. Wenn du da jetzt natürlich irgendwie Satarion 3D machen willst oder so, oder vielleicht den ein oder anderen Boss in Naxxramas, mei, umso besseres Gear, umso besser. Aber das ist dann Teil 2 hier, oder besser gesagt der zweite Part. Können wir dann gleich noch drauf eingehen. Ich will auch noch kurz was zu mir sagen. Also ich habe ja mitbekommen, dass viele bei uns auch in der Mana-Crew richtig geisteskrank durchgezogen haben. Also super schnell Level 80 waren und dann HC World Tour und gleich viel Marken und so weiter. Und bei mir, wie ich erwähnt hatte, ich wurde ja Papa und ich konnte dann vor allem in den ersten Tagen halt überhaupt nicht spielen, also nicht auch 1 oder 2 Stunden mal, wenn am Abend hätte ich dann schon mal Zeit gehabt, wegen der blöden Warteschlange. Weil ich habe mich halt reinqueuen können, aber ich habe dann halt nicht abwägen können mit genau jetzt bin ich drin und genau jetzt kann ich spielen. Ich hatte halt mal so zwischendurch 1-2 Stunden, aber das hat einfach die Warteschlange bei mir nicht zugelassen. Deswegen habe ich halt einfach eine Woche überhaupt gar nicht spielen können, weil es vom Timing einfach nie gepasst hat. Oder besser gesagt, in der Nacht habe ich paar Mal gespielt, aber sonst echt überhaupt gar nicht. Das ist auch so der Grund, warum ich jetzt erst Level 79,5 bin. Aber ich werde heute oder spätestens morgen werde ich noch Level 80 und dann geht's bei mir auch rund. Aber ich fand's super geil. Also mir hat das Leveln echt mega Spaß gemacht. Ich habe auch überall in jedem Questgebiet habe ich die, besser gesagt, den Erfolg gemacht, dass ich diese, keine Ahnung, pro Gebiet diese 100 bis 150 Quester abschließe und hat mega Bock gemacht. Also ich hat gar nicht mehr so krass in Erinnerung, dass das Questen eigentlich schon sehr abwechslungsreich ist und vor allem echt Spaß macht.
Also kann man echt überhaupt gar nichts sagen. Aber jetzt freue ich mich auch schon auf Level 80 und da dann die ersten Raids zu gehen und so weiter. Dann lass uns gleich mal ins zweite Thema überspringen, Nico. Thema Raids. Hau du mal deine Meinung einfach raus zum 25er Nax. Ja, 25er Nax oder generell 25er Content ist, wie drücke ich es positiv aus, einsteigerfreundlich. Klar gibt es immer noch die eine oder andere Hürde, sage ich mal, gerade am Anfang. Man liest häufig noch Nax 25, 3 Wings Down, ab Patchwork mit Endbossen. Also ich sag mal, wenn überhaupt, ist Patchwork, wie heißt er auf Deutsch? Patchwork. Heißt er auch Patchwork auf Deutsch? Nee, ich bin mir gerade nicht sicher, keine Ahnung. Weiß ich gerade einfach nicht. Aber vermutlich irgendwie sowas. Das, ja, doch, Patchwork tatsächlich. Ja, echt? Geil. Ja. Haut immer noch ziemlich krass rein. Wenn da Tank nicht mindestens Crit immun ist, kannst du es sowieso vergessen. Und wenn da die Healer wirklich nicht auf Zack sind, kannst du es auch knicken. Aber ich sag mal, für jede eingespielte Truppe, für jeden, den da auch ein bisschen mit Hirn spielt, sagen wir es mal so, geht auch das. Aber sonst, Maligos 25er oder Maligos 10er und 25er sind ja eigentlich Freeloot. Satarion ohne Drachen und mit zwei auch noch, ja, mit einem definitiv noch Freeloot, zwei kann dann schon ein bisschen anspruchsvoller sein. Und drei Drachen am Leben geht dann nicht mehr ganz ohne. Also da muss man schon wirklich dann auf Zack sein, sowohl im 10er als auch im 25er. Das ist so aber gesehen halt der allererste Hard-Mode. Viele meinen ja, dass die Hard-Modes erst mit Uldur ins Spiel kommen. Aber dabei gab es sie sogar schon in AQ 40 bei den Käfern. Also da war ja auch eben die Reihenfolge. Genau, das vergessen ja, immer ganz viele. Aber sagen wir so, wirklich schon Hard-Modes, die du aktivieren musst, kommen dann erst in Uldur. Ja, genau. Da, hier mit davor war es halt Mechanik. Drücken und sowas. Davor waren es Mechaniken, so wie jetzt bei Obsidian Sanctum eben auch. Entweder alle Drachen umhauen oder ein bis drei Drachen am Leben lassen. Ja, wobei du das in Uldur ja schon auch bei manchen Bossen hast. Also da es ist ja nicht überall dieses auf den Knopf drücken und jetzt kommt Hard Mode, sondern es sind ja schon auch viel Mechaniken, wo du dann halt irgendwie wissen musst, wie du diesen Hard Mode überhaupt spielst, je nach Encounter. Aber ja, davor war es halt wirklich unfassbar simpel. Also die Käfer in AQ 40 oder jetzt halt 3D bei Satarion. Ja. Nee, aber ich sag mal, bis auf Satarion 3D und Patchwork, wenn es hier nicht stimmt, sollte man eigentlich keine Probleme haben. Wenn man tanzen kann. Wenn man tanzen kann, natürlich. man kommt, keine Ahnung, 1,5 Stunden vielleicht Nax, wenn überhaupt, aber auch bis hin zu 6 Stunden kann es alles geben. Kommt halt immer drauf an, wie man spielt und wie es einem vielleicht auch Spaß macht. Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir jetzt nicht diese Ober-Progress-Gilde sind. Wir haben 3 25er-Kader, aber wir spielen halt auf so einem, wie kann man es denn sagen, also auf einem kein Progress und wir müssen die Ersten sein, sondern auch einfach auf einem entspannten, aber doch ambitionierten Niveau. Wir gucken uns schon mal Loks an und schauen, dass da jeder das Beste gibt. Aber es soll halt Spaß machen. So, das ist so, glaube ich, kann man es am besten beschreiben, oder? Also nur kurz zum Stand der Mana-Crew-Gilde. In den ersten beiden IDs haben wir mit zwei Packs tatsächlich gelaufen, weil aus dem Red Kader noch nicht alle 80 waren. Aber intern halt, Ich will jetzt auf keinen zeigen. Wir sind durchgekommen, wir sind einfach durchgekommen, wir sind mit ein paar Wipes durchgekommen, das muss man dazu sagen, ein paar kannten Nax noch gar nicht, weder aus Retail noch jetzt aus Vanilla Classic, sage ich mal, vor 2, 2,5 Jahren. Von daher ist das alles in Ordnung. Wir sind mit allem soweit durch, wir haben alles gelegt. Anfängerfreundlich, einsteigerfreundlich. Dachavon habe ich gar nicht erwähnt. Das ist den Boss haben wir im 25er zu 13 gelegt, von daher. Ja. Aber macht man ja auch wegen den Items. Vielleicht kannst du das nochmal kurz so ein bisschen ausholen. Man liest ja auch super oft wenn jemand einen Pack Leute für
Achavons Kammer sucht, dann geht man ja nie mit 25 Leuten rein oder im 10er meistens halt auch nicht mit 10, weil A, der Boss ist also viel zu leicht, um dass man überhaupt so viele Leute benötigt. Und was ist der andere Grund? Warum lese ich immer irgendwie Class Run oder Klassen Run oder irgendwie sowas? Das kannst du vielleicht nochmal kurz in so zwei, drei Sätzen erklären. Also trotz der Leichtigkeit würde ich schon sagen, dass man im 10er mit 10 Leuten reingeht, weil man ja sonst eventuell auch Items dissen muss. Okay, dann aber ja, Class Run bedeutet nichts anderes, als dass ich mir von jeder Klasse einen mitnimm oder vielleicht einen zweiten mit einer anderen Ausrichtung. Mhm. Paladin kann ein Tank dabei sein, ein Dedela und ein Heiler, so gesehen, wie auch beim Druiden. Weil bei Achavon wirklich das Item droppt. Also kein Token. Kein Token, sondern wirklich das Item. Und ich habe es mal die Tage auch zusammengezählt. Es sind 114 verschiedene Items, die droppen können, weil für jede Ausrichtung, wie beim Paladin, Damage, Heal, Tank zum Beispiel, können pro Ausrüstung 3 Items droppen und dann zusätzlich nochmal für die Ausrichtung die PvP-Item. Also für einen Retri können so gesehen 6 verschiedene Items droppen. Was sind denn das von den T-Teilen? Sind's die Brust, die Handschuhe und die Hose, Hosen? Oder? Genau. Mhm. Und dasselbe eben auch für PvP. Deswegen nimmst du eigentlich nie mehr mit. Mehr von einer Klasse und Ausrichtung mit, weil das Item ja erstmal droppen muss. Und jetzt können die Items doppelt droppen. Also wenn du Pech hast, du hast einen Pool von 114 Items, die droppen können. Ja. Und dafür droppen zweimal die Resto-Schamanen Brust. Ja. Genau. Also da, dass wirklich dann das Item droppt, Chance von was 1 zu 114. Oder 1 zu 228. Ich bin jetzt kein Mathematiker und Wahrscheinlichkeitsrechnung ist lange her. Aber ungefähr so ist die Drop-Chance, dass es droppt. Also minimal. Aber man nimmt es halt trotzdem mit, weil, wie gesagt, man kann 25er im Schnitt gehst mit 15, 18 Leuten rein. Wir haben es mit 13 gemacht, weil es auch ging. Also, und ich bin mir sicher, dass man dann auch irgendwann, wenn jetzt mal wirklich noch ein oder zwei IDs reingeht, dass man sich eine 10er Class Run sucht und dann 10 und 25er macht. Bin ich mir sicher, dass das ab nächster Woche oder übernächster Woche, sage ich mal, wenn nicht jetzt schon der Fall in manchen Gilden oder auf manchen Servern funktioniert. Ich dachte, also mir ist so ein bisschen Achavons Kammer, ich fand es ein bisschen blöd, weil du kommst halt irgendwie dann doch relativ einfach an die T-Teile. Also dachte ich mir im ersten Moment. Aber durch diese geringe Wahrscheinlichkeit, dass genau von deiner Klasse, von deinem Spec und dann auch nicht PvP, sondern genau das Item, was du benötigst, droppt, ist schon relativ unwahrscheinlich. Und genau, das erklärt dann natürlich auch die Class Runs, dass man halt nur einen, keine Ahnung, Wiederherstellungsschamanen mitnimmt, nur einen Schutzpaladin und so weiter. Dass, wenn es fällt, also das Item, dass die jeweilige Ausrichtung, das dann natürlich auch bekommt. Okay, aber macht auch Sinn. Also die Chance ist, wie gesagt, relativ gering, dass das richtige Item droppt. Okay. Aber so allgemein in Naxxramas würde ich nur sagen, irgendwie, dass das Patchwork relativ, ich will nicht sagen schwierig, aber ein bisschen anspruchsvoller halt war. Die Reiter waren easy, oder was? Die Reiter sind einfach, mei, ich wüsste jetzt nicht klar. Bei Heigern muss man tanzen können, was wir auch schon gesagt haben. Aber sonst, ich würde jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, Kell am Ende ist vielleicht noch mal ein bisschen Koordination, aber sonst, jetzt mal durch, was fällt mir noch ein? Nee, es ist. Rasuvius ist vielleicht noch einer, wo vielleicht es ein bisschen mehr dann auf die Priester im 25er ankommt, dass das gut funktioniert. Das ist ein bisschen eine Einspielungssache. Das muss man halt als Priester da mal gemacht haben. Mhm. Oder im 10er, da übernehmen es die Tanks, da ist es relativ einfach, weil man da die Kugeln zu hat. Mhm. Aber sonst, ich glaube wirklich, am Anfang Patchwork hat uns ein bisschen Probleme bereitet und Rasuvius. Okay. Die 4 Reiter, es lag eigentlich so gut wie alles dann im First Try. Und Kell, da haben wir einen unglücklichen 1%-Wipe beim ersten Mal gehabt, weil wir einfach,
dann zu, ja, zu fahrlässig geworden sind, zu unkonzentriert, würde ich sagen. Okay. Aber im Vergleich zu Nax 40 von vor ein paar Jahren, 2,5 Jahren, kein Vergleich. Ja, Vergleich. Da kann ich mich schon noch so ein bisschen dran erinnern. Saphiron ist ein Witz, sag ich mal. Und ja. Ja, das sind halt einfach ein paar Mechaniken. Also ich meine, du kennst es ja noch ganz gut. Du hast ja auch jetzt in der Neuauflage von Classic hast du ja Nax komplett durchgeradet und jeder ID mitgenommen. Und als du den Bossguide geschrieben hast, hast du ja selbst gesagt, die haben schon einige Mechaniken halt gestrichen und das wurde dir erst so wieder bewusst, dass irgendwie Nax schon also unfassbar einfach ist im Vergleich zu der Vanilla-Version. Ja, das war ja dann auch, ich sag mal, eine von den Geschichten, warum wir dann den Kell-Guide nochmal runtergenommen haben und neu aufgesetzt haben. Weil du hast bei jedem Boss, wenn du da den Guide schreibst, auch wenn es natürlich genügend Quellen auch wieder gibt, hast du immer das Gefühl, wenn du entweder jetzt in Classic oder damals zu Vanilla die Bossfights noch kennst, dass du irgendwas vergessen hast. Die Mechaniken sind zwar komplett runtergeschraubt auch und Damage-Output von den Bossen, ja, es ist alles nach unten geschraubt, obwohl es gepatcht worden ist, beziehungsweise nochmal gebufft worden ist um 30%. Aber ich habe immer im Hinterkopf gehabt, dass ich irgendwas vergessen habe, weil ich halt, ja, das eine oder andere, die eine oder andere Mechanik von Classic noch im Kopf hatte. Aber ja, es ist nichts im Vergleich. Es ist einsteigerfreundlich. Es ist schön für P1. Ja. Für Uldur geht es dann vermutlich in eine ganz andere Richtung. Da werden wir dann anders über die ersten Raids sprechen, vermutlich. Aber ich sag dir, mich stört das jetzt auch gar nicht, dass man jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit hat. So kriegst du noch irgendwie ein paar Twinks equipped. So ist die Gilde halt auch unfassbar gut aufgestellt, weil fehlt an dem einem Abend vielleicht mal noch die eine spezielle Klasse, dann locke ich auf meinen Twink und gehe halt mit dem mit ab P2. Also weißt du, wie ich meine? Ja, so kann man sich schon schön vorbereiten, aber man darf sich auch nicht overplayen. Also wenn du jetzt unfassbar durchballerst und jeden Tag, obwohl man jetzt schon so weit ist, noch so durchzieht, also immer so wie Spaß macht, aber ich glaube, man hat halt irgendwann gar nicht mehr so viel zu tun. Ich meine, du bist jetzt fast best in Slot, oder? Mit dem Decay. Jein. Ja, okay, aber dir fehlen jetzt mal noch, du bist so gut wie full epic, so gut wie, du hast noch ein, zwei blaue Items und dir fehlen jetzt halt, okay, vielleicht war es jetzt etwas übertrieben, aber du weißt, was ich meine, dir fehlen jetzt noch 5 Core-Items vielleicht oder vielleicht auch 6 oder 7 und die hast du von mir aus in 3 oder 4 Wochen und was machst du dann? Hast du dann mit dem Decay noch den Anreiz, du gehst noch deine Daily HC vielleicht, okay, aber dann kannst du halt noch twinken bis Phase 2? Oder was machst du noch? Ja, das ist das. Deswegen twinkst du ja. Also mit dem Decay, ich habe alle Bosse getankt. Ich bin Frost Decay, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Geht auch eventuell nur noch in der ersten Phase, vielleicht mit Uldur schon gar nicht. Aber ich habe alle 25er Bosse getankt. Ich habe sie alle down ohne Probleme. Von daher, was machst du? Ich habe alle Quests gemacht, die es gibt. Ah. Ich schaue mir jetzt vielleicht noch ein paar Achievements an, die ich haben will. Aus der alten Welt. Ich habe alle Fraktionen auf ehrfürchtig. Es bleibt irgendwann ja auch nichts mehr übrig zu tun. Klar, aber einfach das Erfolgssystem ist das Einzige, was noch bleibt. Und was macht man halt dann? Man macht seine Daily HC und seine paar Daily Quests. Das ist bei mir Kochen, Angeln und die eine Quest in Brunhilde, weil ich das Mount haben will. Aber sonst bleibt einem nichts anderes übrig. Man kann noch die anderen Daily Quests machen. Da gibt es dann insgesamt 600 Gold pro Tag. Aber da twinke ich halt lieber. Das ist dann meine Spielweise. Der andere stellt sich halt 6 Stunden am Tag in Sahar. Das ist ja auch in Ordnung. Man soll das Spiel spielen, wie es einem Spaß macht. Aber irgendwann bleibt einem halt nichts mehr übrig. Aber das ist genau wie so der sagst, Punkt. Wie du sagst, ich habe jetzt mit dem DK nicht mehr viel zu tun. Aber deswegen ist jetzt der Paladin drauf. Der ist jetzt 80. Da habe ich mehr als viel Glück gehabt gestern und habe auch 6 Items aus Nax 25 bekommen. Aber da habe ich noch so viele Quests offen, die ich machen kann. Und auch machen will, weil mir gerade Lich King eben unheimlich Spaß macht beim Questen und es natürlich auch gut Gold gibt noch auf 80. Und ja, mein zweiter Twink, also der dritte Char, ist jetzt auch schon in Arbeit auf 71, Entschuldigung. Ich habe mir mit dem Decay die Marken gesammelt, dass ich jetzt
für Stoff, Leder und Platte eben die Erbstücke habe, mit jeweils 10% Ausrüstung. Ich habe glücklicherweise den Angelwettbewerb gewonnen, sodass ich auch den 5% XP-Ring noch habe. Also es gibt schon was zu tun. Man findet immer was zu tun, aber man muss halt für sich wissen, was einem Spaß macht. Ja. Und klar, wenn irgendwann mal alles erledigt ist mit dem Decay, dann bist du halt tatsächlich nur noch am Raid-Loggen oder mal am Aushelfen, wenn jemand einen Tank sucht oder sowas. Aber das ist, finde ich, auch gerade eben so der Punkt. Also ich werde jetzt in einem halben Level 80 und ich freue mich schon auch auf die Raid, keine Frage, aber ich freue mich irgendwie auch so, Kochen und Angeln zu maximieren. Das könnte ich jetzt schon machen, aber ich habe mir das irgendwie für Level 80 aufgehoben. Ich freue mich, meine Hauptberufe zu maximieren. Ich freue mich irgendwie auch, die Eiskronen-Quest fertig zu machen, diese Story einfach weiter zu erleben. Ich meine, das hatte ich in TBC nicht, dass ich mich so auf dieses Endgame gefreut habe, aber nicht nur Raiden. Bei TBC war es bei mir so, boah, geil, Karazhan und Hauptsache schnell die Pre durch und Questen, ja, das mache ich halt so nebenbei. Aber vielleicht spielen da auch diese Erfolge, die du auch erwähnt hast, ein bisschen mit ein, weil man sie halt ein bisschen tracken kann, wie viel Quests habe ich hier und dort gemacht, dafür gibt es dann mal einen Mount. Aber es fühlt sich unfassbar spaßig an. Also ich habe richtig, richtig Bock, mich da wirklich täglich einzuloggen, jetzt vor allem, wo die Warteschlangen weg sind, die haben mich unfassbar abgefuckt. Aber mir persönlich macht es einfach mega Spaß und ich freue mich aber auf das Gesamtpaket. Jetzt nicht nur Raid, sondern wie gesagt, irgendwie alles, was mich jetzt dann so mit Level 80 erwartet. Was irgendwie auch ja, noch. Ja, gut, das Erfolgssystem, es macht es einem halt wirklich einfach, das Ganze auch zu tracken. Ich meine, man konnte den Großteil halt in TBC auch schon machen, aber ich würde es jetzt nicht auch unbedingt Anreiz nennen, da irgendwie noch mal ein paar Punkte mehr in seinem Erfolgsdings stehen zu haben, aber macht es einem halt einfacher. Da kannst du sagen, okay, ich könnte das noch machen, ich könnte das noch machen, da es macht einem die Beschäftigungstherapie, nenne ich es mal, vielleicht ein bisschen einfacher zu sagen, okay, ich könnte hier noch angeln, da könnte ich noch was angeln, oder hier fehlen mir noch Quests, da wäre noch was zu erledigen, da gibt's noch was. Ich meine, in Ergänzung dann mit Questy oder so sieht man ja, wo noch Quests offen sind. Ja. Aber ja, das Ganze zu tracken, dafür ist das Erfolgssystem schon gut. Also mir ist es relativ wurscht, ob jetzt dann irgendwann über mir steht der Entdecker oder Meister der Lehren. Bei mir steht jetzt Braumeister, das passt zu mir und alles andere ist mir relativ egal. Wenn das nebenbei kommt, gerne. Wenn ich da mal großartig Lust dazu habe. Ich meine, in Retail habe ich es mit Magier gemacht, den Meister der Lehren. Es ist halt, das war eine Mammutaufgabe, sage ich mal. Was ist denn das nochmal? Aber alle Quests oder so gut wie alle Quests auf der ganzen Welt. Also Kalimdor, östliche Königreiche, Scherbenwelt und wow, Nordend. Crazy, okay. Ja, das sind irgendwas über 2000, 2500 Quests. Ich meine, natürlich geht das auf 80 die alte Welt easy, aber naja, muss man selber für sich wissen, ob man darauf Lust hat. Ja. Aber man hat immer was zu tun. Und wenn man sämtliches Gear hat, aber ich sage jetzt mal, wenn man eher der Min-Max-Raider ist, Speedrun, ja, der farmt halt seine Mats, die er braucht und sein Zeug, was er für einen Raid braucht und dann gut ist. Das können wir vielleicht auch mal in einem weiteren Talk einfach aufnehmen. Es soll jetzt ja für WoTLK, also von Blizzard offiziell, sollen diese Speedruns, so ein Speedrun-Wettbewerb kommen. Da können wir beide uns ja auch nochmal so ein bisschen schlau machen und das dann auch mal irgendwie als ein Thema in einer weiteren Talk-Folge machen. Also würde mich persönlich auch interessieren, nicht weil wir da mitmachen oder irgendwie sowas, sondern ich finde so ein bisschen Competition irgendwie auch immer ganz nett, vor allem wenn es dann offiziell ist. Ich finde das richtig genial. Also ich habe wirklich größten Respekt vor jedem, der da wirklich das letzte Fitzelchen rausholt. Jetzt war ja die Woche Thema mit den Kriegern und der Verzauberung, also dann wirklich auch solche Sachen auch zu entdecken oder auch crazy, Routen für einen Speedrun. Wie laufe ich da optimal durch und welches Item aus, was weiß ich, aus einer Quest, die ich im Bratland bekommen habe, kann ich da noch mit einbauen, weil es halt einfach noch mal 10 Sekunden mehr rausholt. Finde ich absolut geil. Ist jetzt nicht mehr das, was ich machen möchte, aber ich schaue mir sowas super gerne an. Und wie gesagt, es ist absolut genial, sowas. Und wenn dann halt der Content in einer Stunde clear ist, mein Gott. Ja, aber der Großteil der Spieler wird das nicht so schnell
kriegen. Aber muss man ja auch nicht. Das Spiel läuft einem nicht davon. Wir haben jetzt locker noch, also gehe nicht davon aus, dass dieses Jahr noch Uldur oder so kommt, sondern erst vielleicht im Januar oder so, ja, Anfang nächsten Jahres, glaube ich, kommt dann P2 raus. Und dann haben wir auch wieder mehr als genug zu tun. Und wenn das dann auch wieder clear ist am ersten Tag, dann ist es so. Dann also natürlich wird es clear wirklich, sein. Ja, die Frage ist halt nur, die Leute, wer und wie schnell. Ja, eben. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich freue mich jetzt irgendwie auch so auf die Hard-Modes, weil Hard-Modes in Uldur und da dann diese Speedrun-Geschichte, also diese offizielle von Blizzard, ich meine, da kann man schon mal einen Fehler machen. Also schau dir da mal zum Beispiel Algalon an oder gibt auch ganz andere Bosse, wo riesige Hürden sein können in den Hard-Modes, irgendwie vier Wächter und so weiter. Also da habe ich schon Bock drauf. Also sollten wir auf jeden Fall noch weiterhin auf dem Schirm haben und wenn es da dann irgendwie coole Videos von irgendwie Gilden gibt, können wir auch mal reviewen. Also nicht, dass wir da jetzt die Mega-Experten sind, aber halt einfach mal drüber sprechen. Könnte halt auch zumindest für so einen Talk mal eine coole Folge sein. Definitiv. Nico, perfekt. Dann haben wir unseren ersten Talk so gut wie fertig. Jetzt gibt es aber noch ein Thema, was wir unbedingt erwähnen müssen und das ist das Gewinnspiel. Wie viele mitbekommen haben, haben wir in einem unserer letzten Videos ein Gewinnspiel, also das war vor Release, ein Gewinnspiel gemacht, wo man vier, jetzt musst du mir kurz auf die Sprünge helfen, Nico, Nordend Heroic Packs waren das, oder? Also die, genau, ja. Genau, die Character Boost und die zwei Items bekommen hat. Das haben wir von Blizzard gestellt bekommen und da habt ihr auch ganz fleißig Kommentare geschrieben. Allerdings haben sich die vier Gewinner, die wir gezogen haben im Community-Tab, die haben sich nie gemeldet. Die Leute, die Spielzeit gewonnen haben, die haben wir komplett verteilt. Da hat mich jeder im Discord angeschrieben. Die vier Leute allerdings, die wo das Heroic-Pack gewonnen hatten, hat sich keiner gemeldet. Ich habe sogar in die Kommentare die Leute noch mal persönlich angeschrieben, dass halt auf YouTube kein so ein Nachrichtensystem oder sowas gibt, konnte ich sie jetzt nicht direkt anschreiben, aber ich habe sie noch mal erwähnt, habe gesagt, hey, du hast gewonnen, melde dich bei uns, du hast Zeit bis zum 10. Oktober, sonst verfällt dein Gewinn. Deswegen hier noch mal, also die Gewinner sind jetzt leider raus, das tut mir leid, aber ihr habt euch einfach nicht gemeldet. Schreibt uns jetzt mal bitte einen Kommentar, was euch bis jetzt super an WOTLK Spaß macht oder was euch gefällt oder von mir aus gerne auch einfach eine Geschichte, die ihr in WOTLK erlebt habt. Gebt uns einfach mal so ein bisschen Feedback, was ihr erlebt habt oder was ihr halt gut findet. Like dazu das Video und haut halt einen Sub raus. Das wäre natürlich geil. Und dann ziehen wir da einfach einen Gewinner und ich würde das Ganze auch wirklich relativ kurz machen, Nico. Also ich würde sagen, 23. Das ist der Sonntag, also am 23. um 20 Uhr am Abend hauen wir wieder im Community-Tab eine Info raus, wer gewonnen hat. Also klickt mal bei uns auf den YouTube-Kanal und dann unter Community und dort schaut unbedingt am Sonntag, den 23. rein. Ich schreibe unter euer Gewinner-Kommentar dann auch nochmal rein, hey, hier schreibt mich im Discord an und tut das dann bitte. Also ihr kriegt, wie gesagt, einen Preis im Wert von 50 €. Und ja, wäre halt schade, wenn wir die Preise nicht rausbekommen, nur weil sich die Leute nicht melden. Genau. Definitiv. Dann machen wir das genau so. Also schreibt uns dazu einen Kommentar. Liken, abonnieren natürlich. Hilft Glocke uns. Und so weiter. Ihr kennt es ja. Es ist ja vor jedem anderen YouTube-Video auch. Ihr wisst ja, wie es geht. Ja, hilft uns halt auch einfach. Also so können wir zumindest die WOTLK-Fahne in Deutschland noch ein bisschen hochhalten und freut uns natürlich auch immer sehr. Dann wisst ihr, was ihr zu tun habt und dann sagen wir natürlich vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und schreibt uns gerne nochmal Feedback, wie ihr diesen Talk gefunden habt. Also ich würde gerne einen, vielleicht auch zwei in der Woche einfach releasen. Dann können wir einfach so über die aktuellen Themen ein bisschen sprechen. Also schreibt uns da gerne nochmal Feedback dazu, wie ihr dieses Talk-Format findet und wenn ihr irgendwie spezielle Themen habt, die wir mal einfach thematisieren sollen, dann gerne auch einfach raus. Dann in diesem Sinne. Wer weiß, vielleicht findet sich ja auch einer von euch, der genau in so einer Speedrun-Gilde ist, der da die Taktiken auch irgendwie kennt oder mit ausgearbeitet hat und vielleicht kann man den dann in Zukunft auch mal mit einladen, wenn sowas. Das sowieso. Also wie Interesse ist und wenn es einen gibt, den, ja, genau. Der dann
dazu zu finden ist, ne? Also wie auch schon im Intro erwähnt, das soll jetzt keine wir beide reden immer nur zusammen sein. Wir wollen auch Gäste einladen. Wir hatten das ja früher mal, wer sich noch an die Elefantenrunde erinnert, mit Defiler, mit Mosen und mit dem guten alten Monte, hatten wir immer solche Talkrunden. Das hat super Spaß gemacht. Jetzt fangen wir mal zu zweit an, aber wir sind vollkommen offen für Gäste. Vielleicht jetzt auch mal der Nico mit jemanden anderen oder ich nur mit jemanden anderen. Aber super Idee, Nico, genau. Schnappen wir uns irgendeinen von der Speedrun-Gilde oder andere Leute und dann kriegen wir doch da hoffentlich ganz gutes Format hin, vorausgesetzt, das gefällt euch natürlich. Also gebt uns Feedback und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.